groß und fleischig oder winzig klein und süß. Auf ihrem Marktstand in Offenbach verkauft Heidi Jung Tomaten nur aus eigenem Anbau. Tomaten-Heidi hat sie alle, in jeder Form, Größe und Farbe. Gemischte Tüte, groß, klein, bunt, alles, was wie es kommt. Im Spätsommer ist Hochsaison. Das Angebot groß, alles scheint gut in der Tomatenwelt. Aber das kann sich schnell ändern. Im Frühjahr waren hier die Preise explosionsartig in die Höhe gegangen. Also hier Tomaten kaufen war schon sehr kostspielig. Teilweise 40 Euro das Kilo. Ein Luxusgut. Denn Tomatenanbau ist angesichts von Wetterkapriolen und hohen Energiepreisen eine echte Herausforderung. Zwar hat jedes Gemüse so seine Tücken, doch ausgerechnet unser Liebling, die Tomate, macht es selbst Profis besonders schwer. Heidi Jung zieht in ihrer Gärtnerei bei Frankfurt 80 Sorten Tomaten. Eigentlich sollten es 280 Sorten sein, aber 200 sind ihr im Frühjahr durch Kälte eingegangen. Und nicht nur Kälte ist gefährlich. Tomate ist die Diva unter den Gemüsen. Was die überhaupt nicht verträgt, ist hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn du das hast, dann bildet sich diese Kraut- und Fruchtfäule oder Braunfäule genannt. Und das ist ein Totalschaden. Heidi Jung hat keine Heizung oder Klimaanlage für ihre Pflanzen. Das wäre ihr bei den hohen Energiekosten zu teuer. Sie will ihre Preise niedrig halten. Im industriellen Anbau sind es genau diese gestiegenen Energiepreise, die Gewächshaustomaten teurer als Freilandgemüse machen. Denn wegen der gefürchteten Kraut- und Braunfäule wachsen auch in südlichen Ländern Tomaten meist geschützt. Unter Glas- oder Plastikabdeckungen. Zu große Hitze und Wassermangel sind hier das Problem. Rund um das Jahr, auch außerhalb der eigentlichen Saison, werden Tomaten in Großanlagen wie dieser in Belgien automatisch klimatisiert, gewässert, gedüngt. Tomaten verbrauchen enorm viel Ressourcen, einfach weil sie so empfindlich sind. Wie könnte man dieses Problem lösen? Damit beschäftigt sich Dr. Bernd Horneburg von der Uni Kassel. Auf dem Freigelände der ökologischen Pflanzenzüchtung Culinaris entwickelt er dürre- und regenresistente Tomatensorten. Die neuesten sollen sich sogar für den kommerziellen Anbau im Freien eignen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tomaten. Der Freilandanbau ist ganz stark durch einen pilzlichen Erreger eingeschränkt, der die Kraut- und Braunfäule verursacht. Und diese Erreger sind über die Jahrzehnte sehr viel virulenter geworden, sodass eigentlich ab Anfang der 90er Jahre der erwerbsmäßige Freilandanbau von Tomaten in Deutschland erloschen ist. Der Dauerregen in diesem Jahr wäre wohl das Ende normaler Tomatenpflanzen gewesen. Die neuen Sorten dagegen haben es überlebt. Hier haben wir eine US-amerikanische Sorte, die unter unserem Klima nicht funktioniert, keine Resistenz, die Sorte geht tot. Hier haben wir Top-Zuchtlinien, die wir entwickelt haben, die sehr produktiv sind. Es ist mühevolle Kleinstarbeit, solche neuen Linien zu züchten. Die vielversprechendsten Pflanzen werden von Hand bestäubt und gekreuzt. Das Ergebnis ist stets ungewiss und zeigt sich erst später. Circa 7 Jahre dauert es, bis eine neue, erfolgreiche Sorte erschaffen ist. Dabei ist der Klimawandel für die Tomatenzucht ein zweischneidiges Schwert. Durch die Klimakrise haben wir eine Situation, wir haben mehr trockene, heiße Perioden, in denen dieser Befall nicht auftritt. Ja, die Chancen für den Freilandtomatenanbau sind dadurch besser. Eine neue Herausforderung ist Dürre, Trockenstress. Wir brauchen Sorten, die auch mit ganz wenig Wasser auskommen können. Mit solchen Pflanzen könnte man auch in Deutschland Tomaten wieder großflächig im Freiland anbauen. Ein echter Vorteil gegenüber Anbau in Gewächshäusern. Die Pflanzen sind nicht geschützt, aber die Pflanzen brauchen nicht bewässert zu werden, die brauchen nicht gedüngt zu werden. Der Ressourcenverbrauch ist hier etwa 1/10 bis 1/20 pro Kilo Frucht verglichen mit Gewächshausanbau. Die neuen Züchtungen auf dem Versuchsfeld werten Mitarbeiterinnen minutiös aus. Sie notieren Zustand, Blatt- und Fruchtgröße und den Ertrag. Und testen natürlich, wie gut die Früchte schmecken. Die besten Pflanzen werden vermehrt und kommen in den Handel.
Schon im nächsten Jahr soll das neue Saatgut frei verkauft werden. Profigärtnerin Heidi Jung hätte auf jeden Fall großes Interesse an solchen Überlebenskünstlern, die sich für den gewerblichen Anbau eignen. Dann könnte sie neben ihren Gewächshaustomaten auch welche im Freiland anbauen. Wenn eine Tomate auch nicht so viel Wasser braucht, dann würde die bestimmt auch mal Trockenperioden überstehen. Aber ich würde das mega gern mal ausprobieren, weil ich auch hier, ich bin ja begrenzt mit der Fläche und Freilandfläche habe ich jede Menge und ich würde sofort mitmachen. Vielleicht werden solche Neuzüchtungen bald schon eine wichtige Rolle spielen. Resistent gegen Krankheiten, Trockenheit und Hitze, dazu noch günstig und viel umweltfreundlicher im Anbau.